Es dauerte nicht lange, bis meine Lektion sich durch ganz Falkenheim verbreitet hatte. Aber im folgenden Winter machte sich ein einzelner Plünderer an seinen Aufstieg im Kriegsblut-Clan. Dieser Plünderer setzte sich zum Ziel, sein Volk wieder zu vereinen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge For Honor im Story-Modus. Weiter geht's und zwar mit Kapitel 2, Wikinger. Gucken wir mal, was uns dort erwartet. Ich hoffe ja, ich krieg meinen Großen, den ich endlich mal spielen kann. Die Räuber berauben, okay. Wir machen wieder realistisch. Versuchen es zumindest. Und los geht's. Manchmal wird ein Wikinger geboren, der den Funken der Götter in sich trägt. Plünderer nennen wir sie. Unter diesem Namen versammeln sich Heere. Skrupellos, furchtlos. Geschaffen für die Schlacht. Der Todeszeitpunkt eines Wikingers wird vom Schicksal bestimmt. Wozu also sollten sie eine Rüstung haben? Oder Angst? Ja, ist was dran. Plünderer, wir können uns jetzt wieder einen aussuchen. Nee, wir nehmen auf jeden Fall... Ich muss nochmal gucken, was da der Unterschied ist. Okay, das ist der Helm. Boah, der sieht doch geil aus mit seinen Hörnern. Den nehmen wir. Finde ich die Hörner am coolsten. Eigentlich ändert sich nur der Helm, wenn ihr es so nehmt. Ja, und die Handschuhe, okay. Ich finde tatsächlich den ja cool, der kann die aufspießen. Und wir behalten auf jeden Fall unsere Dingens. Unsere Gaben. Und endlich kommen wir zu den Wikingern. Ein Jahr nach Apollyons Erscheinen. Unser Volk hungerte. Und die schlimmsten von uns fielen über die anderen her. Wie Tiere. Alter. Er fraß sich fett auf Kosten des eigenen Volkes. Ragnar war einer von ihnen. Lasst uns feiern! Die Grafik unterm Arm haben sie immer noch nicht hinbekommen. Und deshalb stieg ich aus den Bergen herab. Ich schloss mich dem Kriegsblut-Clan an und dann schritten wir endlich zur Tat. Okay. Da rollt die Rübe. Wir waren gekommen, um den Abschaum unseres Volkes auszumerzen. Geil, geil, geil. Komm her hier. Ey, warum bin ich denn... Kann mir mal einer sagen, gegen wen ich hier kämpfe? Warum hat mich denn gerade mein eigener angegriffen? Was sind das überhaupt für welche? Das sind doch hier nur so eine Hauptmänner, oder? Das halten Sie nicht mehr lange durch. So, okay. Endlich mal mein Spielen hier. Brennen wir das Tor nieder! Schön, wie er brennt. Guck mal, wie meine eigenen mich die ganze Zeit angreifen, das nervt wohl. Kann ich auch euch kämpfen lassen? Was haltet ihr davon? Man hielt die Wikinger lange für eine Legende. Ein Märchen, um Kinder zu erschrecken. Ein vergangener Feind, der früher im Norden... Brennt das Tor nieder! Ich wollte das hören. Steht uns nicht im Weg! Man hielt die Wikinger lange für eine Legende. Ein Märchen, um Kinder zu erschrecken. Ein vergangener Feind, der früher im Norden herrschte. Doch dann, vor Jahrhunderten, kehrten sie über das Tor. Zündet es an! Wollen die mich verarschen? Man hielt die Wikinger lange für eine Legende. Ein Märchen, um Kinder zu erschrecken. Ein vergangener Feind, der früher im Norden herrschte. Doch dann, vor Jahrhunderten, kehrten sie über das Meer zurück. Toll. Haben wir gar nicht so viel verpasst, was sie gesagt hat. So, Tor anzünden. Ja, Leute, ihr müsstet da weggehen, aber ist mir jetzt auch egal, weißt du? Greift mich eh die ganze Zeit selber an. Räuchert sie aus! Nie im Weg stehen, kann ich ja nichts für.
So. Vernichtet den Abschaum! Machen wir. Essen! Sag ich doch. Komm! Genau deshalb sind wir hier! Suchen wir den Rest! Für unser Volk! Sie hatten die Nahrung ihres eigenen Volkes gestohlen. Wir waren hier, um sie zu holen. Kann man eigentlich? Moment, das muss ich ganz kurz mal gucken. Naja, machen wir weiter. Kann man leider nicht ausstellen, die Tutorials. Nicht getroffen. Ihr könnt uns folgen. Ihr müsst nicht sterben. Warum kann man die eigentlich da nicht anzünden da oben? Toll. Wo hat er denn jetzt hingeschmissen? Der Feind rückt an. Okay, man soll das so schmeißen. Ich verstehe schon. Boah. Wie ist die da runterballert? Okay. Die gucken wir mal, wo wir hier noch was finden. Ich will noch was zum Angucken finden. Soll's kämpfen und ihn nicht umgucken? Ich weiß, aber. Aber ich finde es irgendwie noch kämpfen. Also erst haben wir Ritter gegen Ritter gekämpft und jetzt kämpfen Wikinger gegen Wikinger. Bin mal gespannt zum Schluss. Da kämpfen die bestimmt miteinander. Da auch noch. Bogenschützen, die nerven schon so ein bisschen. Ein anderer Plünderer wäre vielleicht gnädiger gewesen. Aber wir nicht. Wir machen Nägel mit Köpfen. Oder Köpfen. Und lassen die Nägel weg. Irgendwie nerven die beiden, die mich hier begleiten. Sagen, was er wollt. So, komm hier, mach die weg. Zack. Guck doch mal, mein Eigner, der greift mich hier die ganze Zeit an. Der geht mir voll auf den Sack mit den zwei Äxten, der Typ. Wir müssen halt hier uns ein bisschen durchprügeln. Durch die Bots. Weil es gibt XP-Punkte. Nicht, wenn der die ganze Zeit die Kills klaut. Kann man den töten eigentlich? Seinen eigenen. Guck mal, da können wir was angucken. Die Schmiedekunst mag nicht so ausgefeilt sein wie die unsere. Trotzdem sind sie ein unglaublich einfallsreiches Volk. Es wäre gefährlich, ihren Erfindergeist zu unterschätzen. Sprenge! So. Okay, wir gucken uns trotzdem noch kurz hier oben an, umsonst kann man hier nicht hin. Gibt's bestimmt noch was zu finden. Es erfordert eine ganz besondere Art des Größenwahns. Ich muss erst alles plündern. Es erfordert eine ganz besondere Art des Größenwahns, zu essen, zu trinken und zu feiern, während deine Krieger vor der Tür kämpfen und brennen und sterben. Ragnar war diese Art von Wolf. Oh, ich merke das schon, er lässt ja das komplette Dorf sterben und feiert da drin nur noch Orgie. Interessant, was das für ein Typ ist. Komm, jetzt kriegst du hier noch eine und... Hey, warte mal, ich habe keine Ausdauer, das zielt nicht. Pause. Ihr könnt uns folgen, ihr müsst nicht sterben. Fragt man sich, wo die Alte quatscht. Das sollte reichen. So, Blündern und Brandschatzen. Ragnar hat uns fette Beute Unser gebracht. Unser Volk wird nicht hungern. Ziehen Sie zurück. Der Sieg ist nah. Der Sieg ist nah. Ich bin immer so auf der Suche nach irgendwelchen Sachen, aber irgendwie findet man ja nichts. Guck mal, das leuchtet. Ist das einfach nur, dass man das anzünden soll? Ja. So, der hätte ich drücken können. Okay.
Naja. Dann gucken wir mal weiter. Wir sollen auf jeden Fall... Die Wikinger meißeln die Heldentaten ihrer größten Krieger in Stein. Sie erinnern sie an den Ruhm, den sie erringen müssen, um nach Valhalla zu kommen. Okay. Im Kampf zu sterben ist eine Sache. Als Legende zu sterben, eine ganz andere. Naja, wir sind ja Legende auf jeden Fall. Keine Ausdauer. This Viking is on fire. Ach nee, Viking is on fire. Schließt euch uns an, Wikinger. Mann, wie er dagegen haut. So, die Frage ist ja... Da unten noch. Ihr müsst nicht sterben. Ergebt euch. Werden sich aber nicht ergeben. Das sind Wikinger. Wikinger sind Sturköpfe. Deswegen spiele ich die ja auch immer. Hallo, Freunde. Wo hat der gerade tatsächlich geblockt? Das ist die Gelegenheit. Das ist die Gelegenheit. So, Digi, und jetzt? Gibst du noch eine? Oh, hat er gerade echt gejuckt. Gekitzelt hat er. Der hat mir immer die Kills klaut. Der geht mir voll auf den Sack, der mit der Axt. Mit den Doppeläxten. Scheiß NPC. So, hier noch. Pass darauf auf. Mann, drück. Der Proviant bedeutet Leben für unser Volk. Beschützt ihn. Der Plünderer hatte recht. Es gab Vorräte hier. Natürlich. Die haben mir gezweifelt. Das Tal von Falkenheim war einst von einem riesigen Wald bedeckt. Wir Ritter hatten den Wald gerodet, bevor die Wikinger zurückkehrten. Und dabei stießen wir auf die antiken Ruinen des Kriegsblut-Clans. Stellt euch unsere Überraschung vor. So, jetzt noch da hinten. Noch eine mit dem Stöckchen. Burn. Fang. Schenke ich dir. Das gehört jetzt uns. Hm. Nein, korrigiere mir. Wer macht das? Wir passen drauf auf. Aber schon zwei. Irgendwo muss noch was zum kaputt machen sein. Frage ist wo? Guck mal, da können wir noch gucken. In der Wildnis fressen die Starken die Schwachen. Nur in unserer zivilisierten Welt ist es andersherum. Ich lasse nicht zu, dass es so weitergeht. Die Alte, die nervt mich irgendwie so ein bisschen. Die Apollyon oder wie sie heißt. Oder wie dieser Typ da heißt. Wie viel wir von den Dinger allein sammeln. Ah, 12 ist Maximum, okay. Ich guck gerade noch nach den Grünen. Die sind mir wieder die Kills klauen, also leck mich doch, dann killt doch alleine. Ich hoffe, die sterben. Guck mal, da können wir noch. Ich kam nicht nur wegen des Proviants, ich kam auch wegen Ragnar. Hm. Wegen der guten alten Ragnar kamen wir. Schade, eigentlich brauche ich hier noch ein Dings, aber egal, komm, wir gehen da hin. Hier noch was. Einmal Krüge fehlt mir noch. So, jetzt sprengen wir mal die Party, würde ich sagen. Ragnar! Wer ist... Was geht da draußen vor sich? Der sieht doch ja auch nicht. Dicker, mach mal die Brille weg. Du. Mhm. Stell dich.
Na, dann komm rein. Na, wir sind eingeladen. Genau dafür war ich gekommen. Kriegsblut. Ach so, wir haben ja hier, ich muss ja aufpassen, von wo er haut. Das ist eklig, gegen den gleichen zu kämpfen. Autsch. Du saugst dein eigenes Volk aus! Wir sind Kriegsblut! Muss aber genau gucken, wo er schlägt. Ihr seid schwach! Boah, das war richtig gut. Also eigentlich war scheiße, weil ich jetzt tot bin, wahrscheinlich. Aber ich schaff's noch. Ja! Der wirft mit Leuten! Der cheatet! Boah, reiten ist ja geil. Attacke, Schweinebacke. Ich hatte nicht vor, Ragnar entkommen zu lassen. Haben wir auch nicht. Oh, voll cool, dass wir jetzt Pferd reiten können. Kann man eigentlich... Wow, okay. Kann man eigentlich springen? Nee. Okay, wir können nur lenken. Oder kommt ein Gegner? Oh, okay. Gar nicht so einfach. Aber finde ich mega gut, dass sie es mit reingenommen haben. Wenigstens mal ein bisschen Abwechslung. So, jetzt aber... Ah, wir müssen die mal treffen. Ist gar nicht so einfach. Man muss ja lenken und gleichzeitig nach drüben drücken, dass wir die treffen. So, jetzt aber. Bam. Das arme Pferd. Ich denke mir immer die armen Pferde dabei. So, okay. Komm, wir kriegen den. Und dann nochmal. Bam. Oh, Feuer. Wow. Jetzt wirft er hier Brandbomben. Ja, weil ich dein schlimmster Albtraum bin, Diggi. Wir kriegen dich. Kann man den eigentlich einholen? Ich weiß es gar nicht. Ne, wir sind, glaube ich, genauso schnell. Oh, noch einer. Wechsel mal auf die andere Seite. Wow, wow, wow. Scheiße. Okay. Ja, Feuer. Der Drecksack, der ist voll feige. Ich denke, das ist der große, starke Ragnar. Puh, dass ich nicht lache. Oh, noch ein Gegner. Andere Seite, andere Seite. Jetzt. Oh, oh, macht Feuerschaden. Krass. Ich werde dich rösten, sagt er. Komm mal ran, Digi, komm mal ran. Werde ich aufschlitzen. Von oben bis unten. Und noch einer. Bam. So, jetzt muss ich nochmal ins Feuer, sonst war's das. Aber oben steht ja auch nur Verfolge und nicht Besiege. Von daher. Der mit seinen Kack-Brandbomben. Bam. Sah schon geil aus gerade. Was hast du dir gedacht? Du feierst, während die Leute um dich herum verhungern! Der hatte auf jeden Fall recht, ey. Der macht der Big Party, während du die anderen alle draußen sterben. Zu leben wie der Rest von uns! Oder ihr werdet Futter für die Krähen! Sei nicht töricht! Bitte mich doch gleich aufs Feld zu den Bauern! Wir sind Wikinger! Das heißt also nein? Valhalla! Bam, weg ist er! Viel Erfolg in Valhalla! Hast du hier jetzt das Sagen? Schließt euch an. Wir folgen euch. Jawohl. Sie machten nicht allzu viel her, aber es war ein Anfang. Und das war erst der Anfang. Und dann erstmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, lasst einen Kommentar da, einen Daumen nach oben natürlich, würde mich sehr freuen. Und wer es noch nicht getan hat, natürlich auch ein Abo.
Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Chris. Ciao.